Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Gelobt sei Jesus Christus in Ewigkeit. Amen. Liebe Gläubige in Christus, wir haben heute gefeiert den Sonntag in der Oktav vom Heiligsten Herzen Jesu, dessen Fest wir eben am Freitag begangen hatten. Und wir haben zuvor erinnert, als Ankündigung, dass am Mittwoch, den 29. Juni, zum Fest der Apostel Petrus und Paulus, unser geehrter Don Florian Abramowitsch, sein 30-jähriges Priesterjubiläum feiert. Und wir wollen ihm dazu herzlichst gratulieren. Und wir haben alle Gläubigen eingeladen, einen geistigen Blumenstrauß ihm zu schenken, um zu sagen, um ihn speziell an diesem Tage alle Gebete zukommen zu lassen, auf dass er sicher sei der Führung des Heiligen Geistes und dann auch den Schutz der Schutzengel hat auf seinen vielen langen Reisen. Und wir haben dieses Fest, das Heiligste Herz Jesu Fest, gefeiert in der Oktav. Und wir erinnern daran, dass auch wenn dieses Fest sehr spät mit eigener Liturgie, mit eigener Messe in den liturgischen Kalender eingeführt wurde, so ist doch die Andacht, die Anbetung so alt wie die Christenheit. Es ist das Herz, auch das menschliche Herz, ist das nobelste Organ und es stellt das Zentrum dar. Es belebt, es reinigt und es gibt auch das Leben an alle anderen Organe. Und dieses Fest, Herz Jesu, hat grundsätzlich zwei Aspekte. Der eine Aspekt ist zu betrachten die unendliche Liebe Christi, die Christi zu uns Menschen. Und die Notwendigkeit dieser unendlichen Liebe zu antworten. Der zweite Aspekt dieses Festes, Herz Jesu, ist die Wiedergutmachung. Die Wiedergutmachung für all das Versäumte, das die Menschheit nicht tut, dem Herzen Jesu gegenüber, dass es nicht anbetet, dass es nicht dankbar ist, dass es sich nicht unterwirft. Und wir wollen Genugtuung tun und wir haben darum auch am Ende der Messe, bei der Aussetzung, den Akt der Wiedergutmachung, verfasst vom Papst Pius dem 11., gemeinsam gebetet. Und diese zwei Aspekte sollen uns im Herzen bleiben, die Liebe Christi zu betrachten und dann auch die Bereitschaft, Wiedergutmachung zu tun, nicht nur für die eigenen, sondern auch für die Sünden der anderen. Also ganz grundsätzlich ist dieses Fest entstanden als Gegenreaktion zum Jansenismus, welcher sich im 17. Jahrhundert ausgebreitet hat, mit der Heresie, mit der Irrlehre, zu glauben, dass der Mensch verdorben auf die Welt kommt und nichts dazu beitragen kann, um sein Heil zu erwirken oder mitzuwirken. Diese Heresie ist ein Wiederaufgreifen einer Heresie aus dem
5. Jahrhundert, wo ein Pelagius eben die Heresie verbreitete und meinte, die Vorsehung hat auch vorausbestimmt, wer sich rettet und wer sich verdammt. Um zu sagen, es gibt kein persönliches Zutun, um die Rettung zu erwirken. Die Kirche hat es verworfen, natürlicherweise, und die Kirche unterrichtet uns, auch mit dem Doktor der Gnade, mit dem heiligen Augustinus, dass ja, grundsätzlich, wir durch die Erlöserverdienste Christi gerettet sind, aber es Bedingung ist, dass wir kooperieren, dass wir Anteil nehmen an diesem Erlösungswerk. Das ist die Bedingung, die an uns mit Notwendigkeit gestellt wird. Und dann ist es sehr klar zu verwerfen, die Heresien des Jansenismus und des Pelagianismus. Und wenn der Soldat, der Hauptmann mit der Lanze die Seite Christi durchbohrt, dann fließt Wasser und Blut aus der Seite Christi. Und das soll auch symbolisieren, das reinigende Wasser der Taufe, mit dem wir von der Sünde losgekauft sind, und das Blut Christi, das die Misericordia, die Barmherzigkeit Gottes darstellt, dass er durch seinen Kreuzestod, durch seine Barmherzigkeit des Menschengeschlechtes gedacht hat und sie zur Erlösung befähigt hat. Er hat die Erlösung schon vorausgewirkt und wir müssen uns an diesem Blut der Christi eben stärken. Und dieses Blut Christi und dieses Wasser Christi aus der Seite Christi, das sind die Sakramente der Taufe und des heiligen Sakramentes der Kommunion. Da werden wir gereinigt und da werden wir gestärkt im Blut der Christi. Und wenn wir uns erinnern an das eucharistische Wunder von Lanciano in Abruzien, wo es geschah, dass die Hostie, die konsekrierte Hostie, sichtbarerweise sich in Fleisch verwandelt hat und der Wein, der konsekrierte Wein, sichtbar sich in Blut verwandelt hat, da hat man eben dann zu Beginn des letzten Jahrhunderts wissenschaftliche Untersuchungen angestellt und dabei festgestellt, dass die konsekrierte Hostie das Fleisch geworden wurde, dass es Fleisch, menschliches Fleisch von einem menschlichen Herzen ist. Und dass dieses Wunder soll uns verdeutlichen, weil dort, wo das Herz ist, dort ist das gesamte Wesen. Und darum ist es ein Wunder, das Fleisch ist Fleisch eines Herzens, ist das Herzens Christi, um zu verdeutlichen, in der heiligen, konsekrierten Hostie ist Jesus Christus ganz und vollständig vertreten. Und daher sind wir auf süße Art und Weise gezwungen, durch das heilige Herz Jesu, dass wir durch diese Seitenwunde, die geöffnet wurde durch die Lanze, von der Lanze, dass wir eintreten und uns und darin unseren Ruheplatz nehmen und darin verweilen.
dass wir uns darin nähren, dass wir darin Trost finden und dass wir da auch Dank sagen, wenn es angebracht ist, wie eigentlich immer, Gott zu danken für all das Gute, das wir von ihm erhalten haben. Und wenn unser Herr Jesus Christus zur heiligen Schwester Maria Margarita Lagocque spricht im Jahre 1675, dann sagt er: Mein Herz, mein göttliches Herz, ist so entflammt von der Liebe zu den Menschen und ganz im Speziellen zu dir, es ist unfähig, zurückzuhalten für längere Zeit diese Flamme der brennenden Liebe, und sie möchte sich flächendeckend ausbreiten mit den Mitteln des Feuers, der Liebe, und soll sich zeigen unter den Menschen und sie bereichern mit allen Schätzen des Himmels. Und in einer anderen Vision sagt er zu ihr: Bete dann dieses Herz Gottes unter den Gestalten dieses fleischlichen Herzens. Ich wünsche, dass ein Bild vom göttlichen Herzen, das heißt ein Herz Jesu, das Herz umrahmt von der Dornenkrone, obendrauf ein Kreuz mit einer Flamme. Ich möchte, dass dieses Bild überall aufgehängt ist und dass es die verhärteten Herzen berührt. Überall, wo das ausgestellt ist, wo das aufgehängt ist und wo es angebetet wird, wird ein großer Segen über die Menschen fließen. Und in dieser Gelegenheit haben wir ermuntert und erinnert, daran zu denken, die eigenen Familien an das heiligste Herz Jesu zu weihen, diesen Akt der Konsekration durchzuführen, weil dieses Herz wird vereinen die Familie und alle, die darin wohnen. In einer anderen Vision sagt der Herr zu Maria Margherita: Siehe, dieses Herz, das so viel geliebt hat, die Menschen, und welches im Gegenzuge so viel Undank und Verachtung erhaltet. Es macht mich mehr zu leiden, als ich gelitten habe bei der Passion. In Gegenleistung bekomme ich eine Kälte und ein Verwerfen meiner Liebe, zu allem dann das, was ich getan habe. Dann sagt er zu Margarete: Zumindest du tröste mich. Tröste mich du, so viel es dir möglich ist. Hier der dringende Aufruf an uns, dass wir Christus trösten. Dass wir ihn trösten, weil er ist traurig, dass er so misshandelt wird von seinen Geschöpfen, für die er sein ganzes Leben gegeben hat, für die er alle Liebe gibt und immer noch ausgießt. Und so verachtet wird er. Seien wir jene, die anstatt der anderen, anstatt der irrenden Gesellschaft, das heiligste Herz Jesu anbeten und Wiedergutmachung leisten. Und der Herr sagt auch, er gibt das Versprechen an die Maria Margherita Lagocque, der neuen Freitage, der neuen ersten Freitage jeden Monats. Und er listet dann auf die 12 Versprechen, die er verspricht, wenn 9 Monate in der Folge unter entsprechenden Bedingungen der Messe beigewohnt wird
und kommuniziert werdet. Und zum Schluss haben wir ein schönes Beispiel gebracht aus dem Beginn des 18. Jahrhunderts, wo in Marseille eine Pest ausgebrochen war und der Tod überall zugegen war. Die Lebenden, die konnten sich flüchteten in die umliegenden Gegenden. Und da war es, dass ein Bischof namens Belzunke inspiriert war, Zuflucht zu nehmen zum Heiligsten Herz Jesu. Und er hat organisiert die Konsekration an das Heiligste Herz Jesu mit Prozession, mit aller Solennität, mit aller Festlichkeit. Und siehe da, in einem Moment war es, dass die Pest vorbei war. Der Tod ist verschwunden. Es hat nicht mehr die Tote gegeben, so wie es bis zu diesem Moment war. Die Leute haben Zuversicht gefunden und sind zurückgekehrt. Ein ganz konkretes, reales Beispiel, wo es im Augenblick gewirkt hat, Zuflucht zu nehmen zum Heiligsten Herzen Jesu. Welchen Unterschied die Haltung der heutigen Gesellschaft, auch wenn diese geheuchelte und vielleicht alles falsch organisierte Pest, was es ja nicht ist, aber trotzdem, wenn wir doch diese Einstellung hätten, wie dieser Bischof Belzunke de Marseille damals, dass wenigstens auch diese üblen, übelwollenden Menschen sich bekehren und sich zum Heiligsten Herz Jesu bekehren, zur Heiligen Kirche. Welchen Unterschied heute, man hat die Kirchen geschlossen, man hat verboten öffentliche Gebete, man hat verboten öffentlich zusammenzukommen, um Zuflucht im Gebet zu finden. Das ist der Unterschied zwischen unseren Zeiten und zu den Zeiten von damals. Möge Gott, möge das Heiligste Herz Jesu es geben, dass auch wir wieder diese Zuflucht nehmen zum Heiligsten Herzen Jesu, um darin alles zu erhoffen und alles zu erbitten. Darum flehen wir an, auf die Fürsprache auch des unbefleckten Herzens Mariens, dass wir uns alle eintreffen im Heiligsten Herzen Jesu, darin unseren Platz finden und darin auch unser Heil. Das wünsche ich Ihnen, meine lieben Gläubigen, das wünsche ich allen Familien, dass sie einen Eifer haben zum Heiligsten Herzen Jesu. Und das wünsche ich der Gesellschaft, dass sie zurückkehrt in dieser Andacht speziell. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Gelobt sei Jesus Christus, in Ewigkeit. Amen.